Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ludwigshafen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Öffentlichkeitsbeteiligung Abriss der Hochstraße Nord und was kommt danach? Heute ist der 24. März 2014 und heute war der Tag der Entscheidung, welche Vorzugsvariante soll weiter verfolgt werden. Und neben mir steht der Stadtvorstand der Stadt Ludwigshafen, Frau Oberbürgermeisterin Dr. Lohse, Herr Baudezernent Dillinger und der Stadtkämmerer Herr Veit. Und heute ist die Entscheidung gefallen, vorhin in der Sondersitzung des Stadtrates. Und bevor wir darauf eingehen, darauf zurückkommen, die Frage, warum haben Sie eigentlich so eine Bürgerbeteiligung gemacht, Ludwigshafen diskutiert? Sie haben ja einen sehr umfassenden Prozess initiiert. Was war so Ihr Beweggrund? Warum haben Sie das gemacht? Frau Dr. Lohse. Ja, zunächst darf auch ich die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie jetzt auch Interesse haben, hier sozusagen den Abschluss des heutigen Tages gemeinsam hier mit uns sich anzusehen. Also Ihre Frage, Herr Merker, es ist eine ganz wichtige Entscheidung, die heute gefällt wurde. Und im Stadtrat haben manche gesagt, das ist eine Jahrhundertentscheidung. Und das war uns von Anfang an bewusst, als wir in diesen Prozess gegangen sind, dass bei dieser Entscheidung, was kommt danach, wenn die Hochstraße Nord abgerissen wird, dass das eine Frage von großer Bedeutung ist und dass wir diese Frage, bevor sie im Stadtrat dann zur Entscheidung vorgelegt wird, ausführlich mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren wollten. Das war uns allen wichtig, weil wir natürlich auch die Entscheidungsträger aufnehmen wollten, was die Bürgerinnen und Bürger empfinden, welche Variante sie vielleicht bevorzugen. Wir wollten auch vielleicht Hausaufgaben mitnehmen, Anmerkungen, Wünsche. Und da gab es die Möglichkeit, über ein großes Beteiligungsverfahren sozusagen zu erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und ich bin sehr froh, dass Sie das so angenommen haben und dass diese komplexe Fragestellung im Grunde auch von den Bürgern so aufgenommen wurde und das ganz ernsthaft diskutiert wurde. Also ich freue mich darüber, weil diese Bürgerbeteiligung vorher einfach auch den entscheidenden Mitgliedern des Stadtrats, aber auch uns im Stadtvorstand die Möglichkeit gibt, so ein bisschen was aufzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger wünschen und was ihnen wichtig ist. Das ist doch auch uns wichtig. Herr Dillinger, als Baudezernent, haben sich die Erwartungen erfüllt, wenn Sie jetzt so schauen, was in den letzten Wochen, vor allen Dingen auch während der intensiven Beteiligungsphase vom 20. Februar bis zum 20. März passiert ist? Ja, die Erwartungen haben sich absolut erfüllt. Fachplaner, Fachleute können nicht alles wissen. Wir sind darauf angewiesen, auf Bürgerbeteiligung, auf das Wissen der Bürger auch, auf die Einschätzung der Bürger. Und insofern ging es ja auch nicht um einen Bürgerentscheid, sondern ganz einfach die Bürgerschaft zu qualifizieren, mitzureden, uns Anregungen zu geben, jetzt auch Hausaufgaben mitzugeben. Das ist in vollem Umfang gelungen. Also insofern hat sich der Prozess gelohnt und auch der heutige Tag gelohnt. Vielen Dank. Herr Veit, sehen Sie das als der Herr des Geldes auch so? Naja, wir wollten schon wissen, wie denken die Bürger über die Kostenfrage, wie denken sie über die Folgekosten. Wir haben immer gesagt, es ist ein sehr wichtiges Kriterium, es ist ein zentrales Kriterium, aber bei so einer komplexen Entscheidung nicht das einzige. Wir sind froh, dass uns die Bürger zurückgemeldet haben, dass sie es ganz genauso sehen wie wir, dass es nämlich sehr, sehr bedeutsam ist und dass es schon darauf ankommt, die Wirtschaftlichkeit bei allen sonstigen Fragen, die es sonst noch zu beantworten galt, sehr genau im Blick zu behalten. Und das hat der Stadtrat heute auch genau getan. Danke. Noch eine Frage. Also ich habe vorhin ja auch die Stadtratssitzung verfolgen können. Da wurde ja auch so zwischen den Zeilen oder bei manchen Stadträtinnen auch die Bürgerbeteiligung kritisch gesehen. Es gab sogar mal das Wort, ich weiß nicht, ob es gefallen ist, aber es wurde zumindest angedeutet, dass es eine Scheinbeteiligung sei. Wie stehen Sie dazu? Vielleicht Sie, Frau Dr. Lohse. Ja, wir haben ja von Anfang an gesagt, dass das keine repräsentative Umfrage ist, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten eine breite Bürgerbeteiligung und möchten alle Bürger in die Lage versetzen, sich daran zu beteiligen. Also das konnten diejenigen sein, die eben sehr online-affin sind, sich da auch gut bewegen können, die konnten auf unsere Online-Plattform gehen. Aber wir haben eben auch Bürgerforen angeboten, wo man mit uns diskutieren konnte, Fragen stellen konnte oder es gab Spaziergänge oder auch unsere Stadtzeitung Neue Lu, da gab es einen Fragebogen und auch von dieser Möglichkeit haben viele Bürger Gebrauch gemacht. Also ich habe den Vorwurf nicht wirklich gut verstanden, weil eine so breite Bürgerbeteiligung, das ist zumindest, was die Stadt Ludwigshafen
Ludwigshafen anbelangt, aber ich glaube auch weit darüber hinaus was Besonderes. Und da kenne ich nicht viele, die ein solches Verfahren bislang durchgeführt haben bei großen Projekten. Wir sind stolz über die große Beteiligung der Menschen. Die hat eigentlich unsere Erwartungen übertroffen. Und das zeigt, dass sich die Ludwigshafnerinnen und Ludwigshafner sehr intensiv mit der Stadtentwicklung beschäftigen. Und ich finde auch, diese Diskussion in den Foren, die wurde mit so großer Ernsthaftigkeit geführt, dass ich einfach mich nur bei den Bürgerinnen und Bürgern bedanken darf. Und auch wenn kritische Anmerkungen kamen, das gehört auch dazu. So eine Entscheidung ist komplex. Und da gibt es nicht nur schwarz oder weiß, sondern da gibt es natürlich auch differenzierte Fragestellungen. Und auch diese kritischen Anmerkungen, da können diejenigen sicher sein, dass das nie umsonst war, sondern dass wir all diese Anmerkungen bewerten werden, in die weiteren Überlegungen mit einbeziehen werden und dass wir die Hausaufgaben, die uns die Bürgerinnen und Bürger gegeben haben, abarbeiten werden. Vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch ganz wichtig, wir haben ja alle Gutachten, alle Erkenntnisse, alle Zwischenschritte in die sogenannte Bibliothek eingestellt. Das heißt, jeder hatte und hat auch noch die Gelegenheit, wirklich alle Informationen, die die Politiker hatten, die wir Fachleute hatten, nachzulesen, nachzuarbeiten. Also insofern ein Höchstmaß an Transparenz und von daher eine Scheinbeteiligung schließt sich von daher schon aus. Ja, wenn ich noch ergänzen darf, wir haben über 3.500 Menschen erreicht. Das ist eine gewaltige Zahl für eine Stadt wie Ludwigshafen, finde ich. Und von daher gesehen geht die Kritik auch aus meiner Sicht völlig ins Leere. Sie haben es ja jetzt eben gerade schon angedeutet, vielleicht Sie, Herr Dillinger. Welche Rolle, also es wurde sich für die Stadtstraße Lang entschieden. Es wurde, vielleicht können Sie auch noch kurz sagen, mit welchen Mehrheiten das entschieden wurde. Sie haben es eben schon angedeutet, Frau Oberbürgermeisterin, welche Rolle hat die Bürgerbeteiligung aus Ihrer Sicht bei der Entscheidungsfindung im Vorfeld und auch heute gespielt? Und welchen Auftrag, vielleicht noch mal explizit sehen Sie, hat der Bürger Ihnen, die Bürgerinnen und Bürger Ihnen eigentlich gegeben? Ja, also die Bedeutung kann man nicht hoch genug einschätzen, natürlich. Auch für die entscheidenden Stadträtinnen und Stadträte ist es doch ein ganz wichtiger Fingerzeig, wenn über alle Kriterien, und wir hatten ja 7, eigentlich 8 Kriterien, weil wir auch noch weiteres aufgeführt hatten, wenn über 8 Kriterien am Ende die Stadtstraßen und dort dann die lange Stadtstraße mit manchmal bis zu 75% vorne liegt. Und bei den Punkten, die die Bürger als wichtig eingeschätzt haben, im Grunde wirklich ganz deutlich vorne liegt. Und sowas ist wichtig für diejenigen, die die Entscheidung treffen. Und es deckt sich ja auch inhaltlich mit den Abwägungsprozessen, die die Stadträte ja ganz offensichtlich auch für sich selbst vorgenommen haben. Sonst gäbe es ja heute nicht dieses sehr eindeutige Votum. Nur 6 Gegenstimmen. Das ist also eine breite Mehrheit im Stadtrat für die Stadtstraße Lang. Ja, und wenn wir mal zurückschauen auf das letzte Jahr, auf den Beteiligungsprozess, die Stadträtinnen und Stadträte haben sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Frage war komplex, aber die Bürgerbeteiligung hat jedem nochmal so einen Kompass gegeben, was denken die Menschen, weil wir machen Politik für unsere Bürgerinnen und Bürger und da ist es sehr, sehr wichtig, ein Feedback, eine Rückmeldung zu bekommen. Wie stehen Sie zu bestimmten Fragestellungen? Und wenn die sich dann deckt mit unseren eigenen Empfindungen, mit unseren eigenen Überzeugungen, umso besser, das war hier der Fall gewesen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, ist auch das klare Ergebnis zu kommentieren. Nur 6 Gegenstimmen, das ist eine sehr, sehr breite Mehrheit, die für so ein wichtiges Projekt eine sehr, sehr gute Grundlage ist. Herr Dillinger, was gibt es denn aus Ihrer Sicht, fachlicher Sicht jetzt zu tun und möglicherweise auch, was nehmen Sie aus der Bürgerbeteiligung mit? Also wir haben ja hier möglicherweise auch jetzt einige, die sich das anschauen und besonders gerne wissen wollen, was sozusagen jetzt auch über die Entscheidung hinaus die Bürgerbeteiligung für eine Wirkung entfaltet mit Blick auf Dinge, die noch zu tun sind. Ja, wir haben heute von dieser breiten Mehrheit einige fachliche Hausaufgaben bekommen, aber was die Bürgerbeteiligung angeht, natürlich einen ganz deutlichen Auftrag, so weiterzumachen wie in den letzten Monaten. Das heißt, jeder der Schritte, der jetzt folgt, wird begleitet werden durch verschiedenste Formate wieder einer Bürgerbeteiligung, vom klassischen Bürgerforum bis vielleicht zu Chatrooms im Internet und viel mehr, je nachdem, was auch dann tatsächlich an Hausaufgaben, an neuen Entwurfsschritten abgearbeitet wurde. Da geht es dann in der kommenden Woche dann noch im März diesen Jahres dann eben weiter mit den Entwurfsarbeiten und ich denke, im Abstand von wenigen Monaten gibt es auch immer wieder neue Informationen, sei es über die Printmedien, sei es über das Internet, sei es über Veranstaltungen. Also dieser Bürgerbeteiligungsprozess, der wird jetzt nicht pausieren, sondern weitergehen, bis dann auch tatsächlich die Bagger rollen werden. Und wann werden die rollen?
Nächste Woche? Nein, nächste Woche noch nicht. Ich sage jetzt auch nicht in 2 Wochen. Nein, es bleibt dabei. Die Erkenntnisse sind so, wenn jetzt alle Gespräche, Finanzierungsgespräche, alle Entwurfsarbeiten und so weiter zügig vorangetrieben werden können, dann kann man 2018 mit einem Baubeginn rechnen. Also das heißt, da gibt es noch viel zu tun. Vielleicht zum Schluss nochmal an die Oberbürgermeisterin. Bei Stuttgart 21 war es ja so, dass so Bürgerbeteiligung, die möglicherweise auch nicht ganz so optimal dort lief, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, als dann die Bagger kamen. Was tun Sie dagegen, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass es jetzt eine intensive Beteiligungsphase gab? Also wir haben ja jetzt 2014 und wir haben gehört, dass wir rechnen damit, dass 2018 die Bagger kommen. Und da werden wir kontinuierlich schon mit den Bürgern in Kontakt bleiben, weil wir ja gesagt haben, es gibt jetzt viele Entscheidungen noch zu treffen. Es gibt noch die Hausaufgaben der Bürgerinnen und Bürger abzuarbeiten, sodass wir da schon kontinuierlich auch im Beteiligungsprozess bleiben. Und wenn die Bagger rollen, dann gilt das ja eigentlich erst recht, weil dann geht im Grunde eine neue Beteiligungsphase los, nämlich zu der Frage Baustellenmanagement. Dann geht es doch darum, mit den Bürgern zu diskutieren, wie sehen Ersatzrouten aus, wie sieht eine weitere Umfahrung auch insgesamt dieses Knotenpunktes aus, wo und wann werden welche Baustellen wie eingerichtet werden, wo gibt es Ersatzmöglichkeiten zum Beispiel zum Parken und dergleichen mehr. Also diese Baustellenbegleitung, das ist ja nochmal wieder eine ganz intensive Phase der Bürgerbeteiligung. Also ich glaube, Bürgerinnen und Bürger können sich darauf einstellen, dass sie kontinuierlich, wenn sie es denn wünschen, von uns transparent informiert werden und mit uns im Gespräch bleiben können. Ja, und ich finde, wir haben jetzt mit dem Prozess viele Menschen in Ludwigshafen qualifiziert mitzureden und wir sollten dieses Potenzial natürlich jetzt und möchten es auch in Zukunft intensiv nutzen und uns weiter die Meinung der Bürger sagen lassen, sie aufnehmen und in die weiteren Planungsschritte mit einbeziehen. Es wäre schade, jetzt Schluss zu machen, das wollen wir auch nicht und deswegen es wird weitergehen und es wird auch auf einem gewissen Niveau weitergehen, weil wir haben gesehen, dass dieses Großprojekt eine gewisse Sachbefassung einfach erfordert. Das ist eben nicht schwarz oder weiß. Eine Frage habe ich dann doch noch. So oder so, auch bei der Stadtstraße lang geht es ja um viel Geld. Wie auch an Sie, vielleicht auch an Sie zum Abschluss noch, an Sie alle, wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert jetzt mit der neuen Variante oder mit der ausgewählten Vorzugsvariante? Wie wollen Sie die Finanzierung stemmen? Wie geht es da jetzt weiter? Ja, da fange ich mal als Stadtkämmerer an. Also klar ist, die Stadt Ludwigshafen kann ein Investitionsvolumen in der Höhe, dreistelliger Millionenbetrag, 300 Millionen plus irgendein X, wenn es denn irgendwann soweit ist, alleine unter gar keinen Umständen stemmen. Wir haben klassisch die Fördergeber Bund und Land, mit denen haben wir schon Vorgespräche geführt. Die werden jetzt auf der Grundlage des heutigen Beschlusses intensiviert und dann auch gemeinsam geführt, ab jetzt der nahen Zukunft. Ansonsten schauen wir natürlich nach allen Möglichkeiten der Refinanzierung. Es gibt ja auch noch ein paar andere Vorschläge, die allerdings nicht ganz einfach sind. Trotzdem, wir schließen nichts aus und werden jetzt ganz intensiv diese Gespräche führen, in der Erwartung, dass Ludwigshafen größtmögliche Unterstützung von dritter Seite erfährt, weil wir alleine, wir können das bei unserer Haushaltslage, eine solche große Maßnahme nicht stemmen. Ja, dem gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen, aber es gibt eine große Parallelität zwischen der Planungsaufgabe, die jetzt vor uns liegt, weil natürlich auch gewisse Planungsschritte und Ausgestaltungen von Straße, von Nachbarquartieren Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet. Also es wird sicherlich auch dort kein Schwarz-Weiß-Bild geben, dass drei Partner Bund, Land und Stadt sich das nach einem festen Schlüssel aufteilen, sondern da muss man sehr genau auch ins Detail gucken, vielleicht sogar Straßenabschnitt für Straßenabschnitt unterschiedlich bewerten. Also es werden hochkomplexe Prozesse werden und da brauchen wir auch ein bisschen Zeit dazu, dann ein Modell zu finden, dass unsere Stadtkasse, Kollege Dieter Veit hat es gesagt, möglichst wenig belastet, weil wir dazu nicht in der Lage wären, ein solches Straßenbauvorhaben tatsächlich dann in Gänze allein umzusetzen. Ja, heute ist ja ein Meilenstein. Wir haben uns entschlossen für die Vorzugsvariante und mir ist es zum Abschluss schon ein Bedürfnis, mich mal bei allen ganz herzlich zu bedanken, die sich da involviert haben. Da hat man sich Zeit genommen, da hat man sich eingebracht, da hat man votiert, da hat man Kommentare abgegeben, da ist man zu Bürgerforen gegangen. Einfach mal ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die dies getan haben. Und ein Dankeschön an allen, die das sozusagen Backoffice begleitet haben. Also das sind Sie, Herr Dr. Merker, und Ihr Team, aber
aber das sind auch die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die ganz unmittelbar immer auch gleich geantwortet haben, wenn Fragen aufgetaucht sind, die die Führungen organisiert haben. Also einfach ein Dankeschön für all diejenigen, die bis jetzt, bis zu diesem Meilenstein sich eingebracht haben. Und am Ende geht es ja darum, dass wir für die Stadt eine gute Entscheidung fällen. Ich glaube, dass das heute eine wegweisende Entscheidung war, mit der Stadtstraße Lang in den weiteren Prozess zu gehen. Ja, dann bedanke ich mich herzlich beim Stadtvorstand der Stadt Ludwigshafen, bei der Oberbürgermeisterin, beim Stadtkämmerer Herrn Veit, beim Baudezernenten Herrn Dillinger, bei Frau Dr. Lohse und gebe dann sozusagen zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Wenn Sie informiert bleiben wollen, dann können Sie das auch in den nächsten Wochen und Monaten, so habe ich das verstanden, unter anderem auf der Plattform www.ludwigshafen-diskutiert.de, ludwigshafen-diskutiert.de. Und ich danke für Ihr Interesse und vielleicht sehen und hören wir uns auf der Plattform oder bei einer anderen Gelegenheit vor Ort mal wieder. Vielen Dank und Ihnen auch vielen Dank. Dankeschön. Danke.